Hallo, meine lieben Zuschauer und ganz besonders hallo Stefan. Stefan, der mir hier sein Replay geschickt hat. Es ist nicht das Einzige, was er mir geschickt hat. Ich glaube, er hat mir mittlerweile fünf oder sechs an der Zahl geschickt. Und ja, endlich nehme ich mal eins. Ich hoffe, er freut sich besonders drüber. Er ist aus meinem Clan und auch hier ist es so, wie gesagt, habe ich nicht genommen, weil er aus Aikba ist, sondern weil er einfach so häufig schon was eingeschickt hat und gerade die Badger scheint einer seiner Lieblingspanzer zu sein. Von dem her war es natürlich Ehrensache, dass man hier das jetzt auch mal anschaut und guckt, was hier er so verbreitet und was er hier fabriziert. Wir haben hier die Karte Tundra, wie man ja sieht. Und natürlich wird er wahrscheinlich, wie man hier jetzt auch Folge schließen kann, auf den Hügel fahren. Ja, das macht er auch. Was ich teilweise für ein Erkennungsfuchs bin. Unglaublich. Die Badger eignet sich fabelhaft, hier die Mitte zu stürmen, wie die andere Badger. Wow, und wie hier noch viele andere beweisen. So, weil die T49 erstmal eine geben kann. Alter, kommen die da hoch. STA. So, da sieht man mal so eine HE-Keule von so einem T49, muss ich immer wieder tun. Da hat er mal aber schönes Munitionslager vom Objekt rausgenommen. Der Heidewitzka. So, der E50 hat auch nochmal... Oh, er spielt ja sehr schön aggressiv. Der T49 hat ihn jetzt den Richtschützen rausgenommen. Funkgerät auch noch hin. Jetzt ist er im Reload. Da ist es natürlich sinnhaft, hier jetzt mal das Weite zu suchen. Hat aber oben gleich für ordentlichen Action gesorgt, aber dass da so schnell so viel ist, hätte ich jetzt ehrlich gesagt selber nie erwartet. So, und jetzt fahrt er wohl einfach mal über das ganze Feld Richtung IS-7 hinter, so wie es zumindest aktuell aussieht. Weil IS-7 braucht auch definitiv Unterstützung. Wobei eigentlich da drauf zu fahren wäre ein bisschen mad. Naja, sind wir mal gespannt. So, da ist noch ein E100. Versucht den jetzt zu umfahren. Auch der tut brutal weh. Der guckt nämlich auch sogar noch auf ihn. Jetzt schaut er weg. Jetzt gehen sie auf den T32. Jetzt. Nein, schießt er. Ja. Oh, jetzt zündet er den an, aber. Nein, 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 nein. Boah, Gott sei Dank, er verschießt. Und jetzt zündet ihn nochmal an. Sehr schön. Der war wichtig, dass er ihn dann nochmal anzündet. Sonst hätte er den Kill nicht gehabt. Und er hätte vielleicht nochmal einen Schuss rausbekommen können. Und jetzt brennt er selber. Automatischer Feuerlöscher, aber hat natürlich in Summe mal ganz schnell 600 HP gekostet. 20 Sekunden noch im Reload. Aktuell 3,6 Schaden schon fabriziert. Der gute Stefan. Oh, jetzt eine Badget. Oh, er hat noch 6 HP und das Munitionslager ist im Arsch. Oh, nee, du. Boah, 75 Sekunden Reload. Munitionslager kann er auch nicht mehr reparieren. Und das ist richtig, richtig ekelhaft. So, Arti haut ab. Da kommst du doch drauf, da links auf dem Ferdi. Na gut, er will sich der Arti jetzt erstmal widmen. Also Arti hat er raus, aber Ferdinand, ja, genau. Nein, nein, nein. Ferdinand hätte er schon früher beschießen können. Jetzt dreht er auch noch rum. 6 HP, kaputtes Munitionslager. Blöder kann es nicht laufen. Und der Ferdi guckt. Das ist jetzt krass. Ich dachte schon, der fährt durch. Nein, 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 nein. Stefan, mach mich nicht unglücklich. Du bist in meinem Clan. Der T32 kommt jetzt von der Seite, kann dann da vielleicht ein bisschen helfen. Er hält ihn jetzt in erster Instanz mal offen, auch um Walker Bulldog von hinten, der jetzt dann gleich kommt. So, jetzt dreht er weg. Jetzt kann er schön die Seite nehmen. Und killt ihn und nimmt ihn raus. 4-7. 4 Kills, aber ihr seht's. Ewig lange, 75 Sekunden, über eine Minute Reload. Ja, da kann er einen Kaffee trinken, vielleicht noch auf die Toilette und ja, was kann man noch sonst noch so machen? Ich weiß es gar nicht. In ein Hörbuch schon mal reinlesen? Also 75 Sekunden Reload ist unsagbar lang. Und gerade wenn man den Leuten helfen will, man will noch ein bisschen was rausbekommen an Schaden. Das ist schon ekelhaft.
9 zu 8. Hier in der Mitte geht es jetzt brutal rund. Da ist eine richtige Panzerschlacht am Werk. Und er hat immer noch eine halbe Minute. Würde ich da kotzen, wenn mir das passieren würde. So, vielleicht kriegt er den T32 jetzt mal schnell raus. Ist One-Shot. Der E5 fährt weg. T32, die haben alle keinen Blick für ihn. Auch der E4 da nicht. Eine Sekunde. Endlich. So, und jetzt den E4. Ah. Auto-Aim, sicher. So, der erste sitzt. Zweite auch. Dritte, schön nochmal die Kette gezogen und jetzt war es das für ihn. Sehr nice gemacht, da hat er seinen Krieger gerade klar gemacht. Ist aktuell bei 6k Schaden, aber jetzt nochmal 75 Sekunden Reload. Ich würde mal sagen, er schafft in dem Match keinen Schuss mehr, weil das ist dann doch zu kurios, dass er hier nochmal auf den E5 kommt, bei den verbliebenen Gegnern. Aber, Stefan, ich hoffe, dir hat es gefallen, dass ich deinen Replay heute extra genommen habe. Uiuiui. Er prallt an der Badshit ab. Was ein Kerl, ey. Jetzt nimm die... Ja, genau. So. Fuck off, Badger. Ja, war schön. Stefan, vielen Dank fürs Einschicken. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und ich wünsche euch alles Gute. Haut's rein. Bis bald. Euer Karamba.